Ich habe mir in meinem Leben immer die wildesten Ziele gesetzt und alleine im letzten Jahr wollte ich nicht nur einen Marathon über 100 Kilometer laufen in den Pyrenäen. Ich wollte meinen YouTube-Kanal auf über 10.000 Abonnenten bringen. Ich wollte fließend Spanisch lernen und ich wollte den Jahresumsatz von meinem Unternehmen von 1 Million auf 2 Millionen bringen. Was habe ich davon erreicht? Am Ende nichts. Und das war der Moment, wo ich in den Spiegel gucken musste und sagen musste: Hey Robert, du hast zwar diese verrückten und wilden Ziele, aber irgendwas fehlt da. Und dann bin ich in diese Welt eingestiegen, der Zielsetzung, der Produktivität und bin über ein Konzept gestolpert, und zwar das Konzept Monk Mode von Iman Gazi. Und da geht es am Ende darum, wirklich vollen Fokus zu bekommen auf den Prozess. Sich zwar hohe Ziele zu setzen, aber wirklich seinen Alltag zu meistern und wirklich so den produktivsten Tag hinzubekommen und das wirklich über mehrere Monate durchzuziehen. Und ich hatte dieses Konzept schon mal aus dem Augenwinkel gesehen und hatte es damals so ein bisschen belächelt, weil ich dachte: Hey Robert, du bist schon relativ produktiv. Was will dir jemand noch zu dem Thema erzählen? Nachdem ich aber diese Ziele irgendwie alle nicht erreicht habe, dachte ich mir: Hey, vielleicht musst du diesem Konzept nochmal eine Chance geben und tiefer einsteigen. Hab mir wirklich alle Videos dazu angeschaut und hab mir die besten Sachen irgendwie rausgepickt, hab angefangen, radikal wirklich meinen Alltag umzubauen, hab viele Sachen rausgeschmissen, hab neue Aktivitäten reingetan und hab gemerkt, dass ich nach und nach jeden Tag produktiver geworden bin. Die Arbeit wurde immer leichter, es hat immer mehr Spaß gemacht, ich habe wieder angefangen, Bücher zu lesen und die Ergebnisse wurden innerhalb von wenigen Wochen immer größer und immer signifikanter, wobei die Arbeit immer mehr Spaß auch gemacht hat. Und das hat mir einfach gezeigt, dass ich zwar schon ein paar Sachen über Produktivität wusste, dass aber durch die 5 Schritte, die ich dir auch in diesem Video hier gleich zeigen werde, wirklich du die maximale Produktivität in deinem Alltag hinbekommst. Und die Hypothese ist, wenn du wirklich über mehrere Wochen, mehrere Monate das, was ich dir in diesem Video hier zeigen werde, implementiert und umgesetzt bekommst, wirst du wirklich deine großen Ziele auch erreichen. Moin, mein Name ist Robert Heinicke und ich habe mein Coaching-Business Leaders Media von 0 auf über 1 Million Jahresumsatz erfolgreich skaliert und betreibe es heute mit 4 Stunden pro Tag. Und hier auf diesem Kanal teile ich, was ich auf dem Weg dahin alles gelernt habe. Und jetzt werde ich dir ganz genau verraten, welche 5 Schritte ich unternommen habe, um wirklich jeden Tag maximal produktiv zu arbeiten. Schritt Nummer 1 war: Eliminiere den Lärm. Und wenn du das, was ich dir jetzt gleich erzähle, wirklich umsetzt erfolgreich, ist es, glaube ich, schon 50% des Erfolgs, weil du wirklich jeden Tag bestimmt 2 Stunden ohne Probleme finden wirst. Ich dachte immer, dass ich wirklich relativ wenig Zeit verschwende in meinem Alltag, bis ich irgendwann über die Bildschirmzeit von meinem Handy gestolpert bin, draufgeschaut habe und wirklich erschrocken war, weil dort stand, dass ich im Durchschnitt ungefähr 2,5 Stunden pro Tag an meinem Handy verbringe. Und ich aber das Gefühl hatte, dass das gar nicht so viel wäre pro Tag. Bin da reingesprungen, habe geguckt, mit welchen Apps auch ich das Ganze mache, und da war E-Mail-Apps, Slack, LinkedIn, YouTube, Instagram habe ich Gott sei Dank nicht mehr und Gott sei Dank habe ich niemals TikTok installiert, weil ansonsten sähe das wahrscheinlich komplett anders aus. Und jetzt gab es am Ende 2 Optionen, weil ich wirklich es hinbekommen wollte, diese Handyzeit wirklich runterzubekommen auf ein absolutes Minimum. Jetzt hätte man natürlich probieren können, mein Verhalten irgendwie zu kontrollieren, sich Bildschirmzeiten einzurichten, aber ich dachte mir, ich entferne wirklich die Versuchung komplett. Hab alle Apps runtergeschmissen, auch wirklich die E-Mail-App, weil mir klar geworden ist, dass ich nie eine E-Mail bekommen habe, die ich außerhalb meiner normalen Arbeitszeiten jemals hätte beantworten müssen, innerhalb von wenigen Minuten. Und dadurch ist mein Handy wirklich am Ende komplett nutzlos geworden. Was ist passiert? Zum einen, mein Stresslevel ist extrem gesunken, weil ich nicht mehr durch E-Mails und durch Slacks irgendwie ständig erreichbar bin. Ich habe über 2 Stunden pro Tag gewonnen, weil meine Bildschirmzeit liegt jetzt bei irgendwie 40 Minuten und das auch nur, weil ich mit dem Handy joggen gehe und mit Familie und Freunden über WhatsApp ein Stück weit kommuniziere. Und das war für mich so verrückt, dass ich wirklich mit einem Handgriff, weil ich mich wirklich 1 Stunde hingesetzt habe, alle Apps, die möglichst viel Zeit klauen, irgendwie runtergeschmissen habe, 2 zusätzliche Stunden pro Tag gefunden habe. Und wenn ich mich darauf beziehe, den Lärm zu eliminieren, bedeutet das nicht am Ende nur sein Handy loszuwerden. Das können auch Videospiele sein, das können anstrengende Kunden sein, denen zu sagen: Hey, wir wären vielleicht nicht mehr glücklich miteinander. Das können auch anstrengende Freundinnen und Freunde sein, aber es wirklich zu schaffen, das, was dich irgendwie konstant stresst und belastet und auch ablenkt, wirklich aus dem Alltag so gut wie möglich zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren. Aber ich war selbst wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, dass ich 2 zusätzliche Stunden alleine durch diesen ersten Schritt gewonnen hatte.
Schritt Nummer 2 hat dann wirklich alles verändert, und zwar werde zur Lernmaschine. Und ich muss gestehen, dass ich im letzten Jahr so gut wie keine Sachbücher gelesen habe. Und über die Weihnachtstage hatte ich das erstmal wieder eine Chance, in Ruhe in ein Buch reinzugucken. Und wirklich 20 Seiten später hatte ich so viele Ideen und so viel Inspiration und habe einfach gemerkt, wie sehr mir Sachbücher gefehlt haben, dass ich mich wirklich in den Hintern gebissen habe und gesagt habe, hey, wie konnte es passieren, dass ich fast ein ganzes Jahr keine Bücher gelesen habe? Und habe mir gesagt, Robert, das darf nie wieder passieren. Und gleichzeitig habe ich über diese Weihnachtstage auch super spannende YouTube-Kanäle gefunden, die ich in der Form noch nie gesehen hatte. Habe mir auch dort viele spannende, inspirierende Videos angeguckt und dachte mir, hey, wie cool es heute eigentlich ist, in was für einer coolen Zeit wir eigentlich leben, was für Inhalte man auch kostenfrei über YouTube alles lernen kann und zugreifen kann, wenn man danach sucht. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich muss wirklich Fortbildung irgendwie in meinen Alltag integrieren. Weil wenn man nur in Urlaub liest, das kann es irgendwie nicht sein. Was habe ich getan? Ich habe eine kleine Challenge gemacht. Und zwar dachte ich mir, mache ich es wieder ein bisschen sportlich. Und zwar 52 Wochen, 52 Bücher. Weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich ein ganz gutes Lesetempo an den Tag lege und wenn ich mir 2 Abende Ruhe und Zeit nehme, dass ich wirklich ein Buch ganz gut schaffe. Ich kann gerne mal ein Video dazu machen, wie ich es auch wirklich schaffe, so schnell ein Buch durchzulesen. Und habe wirklich angefangen, relativ entspannt mir wirklich jeden Abend zu blocken und mir selbst zu sagen, hey, jeden Abend liest du einfach 10 Seiten. Habe auch keinen wahnsinnigen Druck mir dahinter gemacht, sondern wirklich gesagt, wenn du schaffst, jeden Abend 10 Seiten zu lesen, dann ist das schon mal ein super guter Einstieg. Was passiert? 2 Wochen später hatte ich schon 4 Bücher gelesen. Du siehst es hier im Hintergrund, es werden sich nach und nach die Bücher stapeln, die ich wirklich gelesen habe. Habe super viel Inspiration mitgenommen für mein Unternehmen, für wirklich Sachen, die ich umsetzen möchte. Und mir ist klar geworden, dass das niemals wieder absagen darf. Wenn du das heute in keiner Form in deinem Alltag irgendwie integriert hast, bau dir irgendwo einen kleinen Blocker hin, sei es auch morgens wirklich 10 Seiten zu lesen. Aber wirklich meine Hypothese ist, wenn man es wirklich schafft, regelmäßig ein Buch zu lesen, dann kann in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer eigentlich relativ wenig schiefgehen. Schritt Nummer 3 ist wirklich aus meiner Sicht der absolut wichtigste, und zwar das Fundament ist alles. Ich habe erzählt, dass ich im letzten Jahr einen Ultramarathon mit über 100 Kilometer laufen wollte und das nicht auf gerader Strecke, sondern wirklich in den Pyrenäen mit über 2000 Höhenmetern. Und mein damaliger Personal Trainer meinte nur sehr charmant, hey Robert, wenn wir mal ganz ehrlich sind, glaube ich, fehlen dir die Basics dafür. Du willst einen Wolkenkratzer bauen, aber dein Fundament steht wirklich auf Sand. Das wird, glaube ich, sehr schwierig. Und ich wollte es zu dem Zeitpunkt mir nicht ganz eingestehen und meinte, hey, ich mache das schon. Ein paar Monate später bin ich dann gedemütigt wiedergekommen und meinte, ja, ich glaube, du hattest recht. Wir sollten vielleicht erstmal an die Basics ran. Und am Ende sind es eigentlich 3 Bereiche, die wir uns angeguckt haben. Zum einen das Thema Schlaf, Ernährung und Training. Was habe ich gemacht? Bei dem Thema Schlaf habe ich wirklich mir vorgenommen, jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Das hat mir unglaublich geholfen, wirklich energiegeladen auch 7, 7.30 Uhr dann aufzustehen, wenn ich um 10, 10.30 Uhr wirklich konstant ins Bett gehe. Habe mir eine Schlafmaske gekauft und habe wirklich dafür gesorgt, dass möglichst kühl im Raum ist. Und schon alleine das hat extrem geholfen, wirklich jeden Tag ausgeschlafen zu sein und viel mehr Energie als sonst zu haben. Beim Thema Ernährung habe ich mit intermittierendem Fasten angefangen, habe aufgehört zu frühstücken, habe mittags und abends darauf geachtet, wirklich relativ schlank zu essen und wirklich Kleinigkeiten irgendwie zu essen. Und es hat ein paar Wochen gedauert, bis es irgendwie funktioniert hat, aber heute geht es mir besser denn je, habe mehr Energie und das fühlt sich extrem gut an. Und da ich im Training wirklich lange auch geschludert habe, habe ich wirklich erstmal angefangen mit Spaziergängen und 15.000 Schritten pro Tag, bis ich wieder angefangen habe, jetzt wirklich alle 2 Tage kontinuierlich laufen zu gehen. Und alleine diese Basics sind wirklich das, wo ich geschludert habe. Und dieser Vergleich mit dem Wolkenkratzer hat es eigentlich so perfekt sozusagen getroffen. Wenn man heute noch Alkohol jeden Tag trinkt, raucht und, keine Ahnung, sich Cola reinzieht und zu McDonald's fährt, braucht man sich nicht wundern, dass alles andere auch irgendwie nicht in der Form klappt, wie man es sozusagen hinbekommen will. Ich wollte mir das nie eingestehen, aber gerade diese 3 Basics sind meiner Meinung nach extrem wichtig und haben mir am Ende extrem viel Energie für jeden Tag gegeben. Schritt Nummer 4 hat auf jeden Fall für die größte Aufwärtsspirale in meinem Alltag gesorgt, und zwar erobere deine Genius Zone zurück. Ein Freund von mir hat mir wirklich so offen und ehrlich gesagt, hey Robert, es sieht mir sehr danach aus, dass du im letzten Jahr deine Genius Zone verloren hast, aus den Augen verloren hast. Und das Statement saß, aber er hatte vollkommen recht. Ich habe wirklich als Unternehmen ein Stück weit
zu viele Themen auf meinem Tisch gehabt, habe wirklich aus den Augen verloren, was die Tätigkeiten sind, die mir wirklich Freude bereiten, die mir auch Energie geben. Und das war aber der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss irgendwie was anders machen, ich muss wieder zu den Themen kommen, wo ich auch wirklich in so einen Flow-Zustand komme. Aber man kennt es, der Kalender ist irgendwie voll mit Meetings, sowohl mit seinem eigenen Team als auch mit Kundinnen und Kunden, dann kriegt man wieder eine E-Mail. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich es irgendwie hinbekommen, zu einzuwissen, was ist überhaupt meine Genius Zone, also was sind die Aktivitäten, die mir Freude bereiten, und zum anderen, wie beschütze ich die, ne? Und dann bin ich über eine coole Idee gestolpert, und zwar, dass ich mir einfach bis 13 Uhr meinen Vormittag komplett blocke. Keine Termine in irgendeiner Form. Das hat natürlich 1 bis 2 Wochen gedauert, bis ich alle in meinem Team sozusagen in den Nachmittag geschoben bekommen habe, als auch meine Kundinnen und Kunden. Aber dann hatte ich plötzlich Ruhe und habe auch wirklich mir keinen Druck irgendwie gemacht, was ich in diesen Vormittagen mache, sondern habe wirklich geschaut, womit will ich mich beschäftigen in diesen Vormittagen. Und habe angefangen, mich wirklich vermehrt mit YouTube zu beschäftigen, hatte super Lust, Bücher zu lesen, hatte irgendwie Lust, an unseren Live-Trainings zu arbeiten und vor allem auch an unseren Produkten für unsere Kundinnen und Kunden zu arbeiten und Ruhe dafür zu haben. Und wirklich innerhalb von wenigen Tagen bin ich wieder in Flow-Zustände gekommen, habe Raum und Zeit sozusagen wirklich vergessen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und wirklich bis mittags hatte ich diese Ruhe, konnte an richtig geilen Themen arbeiten und dann war nachmittags auch so easy zu handeln, wenn es dann mal Themen waren, an die man irgendwie vielleicht nicht so Lust hatte. Und ich kann dir wirklich nur den Tipp geben, versuch mal wirklich dir die Vormittage und vielleicht auch nur an 1 bis 2 Tagen die Vormittage zu blocken und schau mal, auf welche Themen du wirklich Lust hast, weil umso mehr Zeit du in deiner Selbstständigkeit oder auch als Unternehmer in deiner Genius Zone verbringst, desto besser eigentlich, weil es einfach zu einer krassen Aufwärtsspirale führt. Schritt Nummer 5 war wirklich der wichtigste Schritt meiner Meinung nach, und zwar entwickle deinen produktivsten Tag. Und zwar, wer kennt es nicht, man ist super motiviert, man nimmt sich 1000 Sachen vor und dann frisst einen wieder der Alltag. Und so ging es mir immer wieder, dass ich auch wirklich gerade aus Urlauben und so rauskam und war so, Mann, ich will all diese Sachen irgendwie umsetzen. Und dann kam irgendwie der Alltag und hat das alles wieder weggewaschen. Und deshalb dachte ich mir, das muss ich auf jeden Fall ändern. Ich muss es irgendwie beschützen, dass dieses System und die Schritte, die ich mir aufgebaut habe, auch wirklich über 30, 60, 90, 180 Tage funktioniert. Und ich war am Ende immer kein großer Fan davon, diese extrem starren Kalenderblocker zu haben. Von 9 bis 10 Uhr arbeite ich da dran, dann darf ich 10 Minuten irgendwas essen. Das war mir irgendwie immer zu kompliziert. Und zum anderen wusste ich auch noch gar nicht, wann was so richtig funktioniert. Und ich habe mir so ein bisschen den Druck rausgenommen und habe auch deshalb gesagt, entwickle den produktivsten Tag, weil es meiner Meinung nach ein Experimentieren ist. Ich habe wirklich angefangen zu experimentieren, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich lese morgens mal 10 Minuten und setze mich da in Ruhe hin. Habe gemerkt, funktioniert für mich überhaupt nicht, weil ich irgendwie Hummeln im Hintern habe und gerade morgens direkt irgendwie loslegen will. Und habe gesagt, hey, das lege ich vielleicht auf abends. Habe angefangen, abends joggen zu gehen, oder ich habe es versucht, weil es nicht funktioniert hat, weil ich zu wenig Energie hatte und es dann immer nicht getan habe, sodass ich das in die Morgende sozusagen gepackt habe und gesagt habe, hey, als erstes läufst du jeden Tag. Und auch das Thema mit den Produktivitätszeiten habe ich gemerkt, hey, meine beste Zeit ist wirklich so 9 bis 12 Uhr, wenn ich da an meinen Themen arbeite, dann habe ich schon wirklich, dann ist es ein grandioser Tag gewesen und habe gesagt, deshalb blocke ich genau diese Zeit. Aber sich das zu erlauben, wirklich zu experimentieren, Woche für Woche auch schlauer zu werden, ist, glaube ich, das, dass man am Ende bei einem System und auch bei einem Kalender rauskommt, der wirklich nachhaltig funktioniert. Für mich hat es unglaublich gut funktioniert. Ich muss wirklich sagen, dass ich heute mehr denn je schaffe, mehr Freude habe und am Ende auch wirklich viel, viel mehr Lärm aus meinem Leben ein Stück weit rausbekommen habe. Und insofern kann ich dir auch nur mitgeben, schnapp dir den Kalender, bau den ersten Entwurf, aber schau wirklich Woche für Woche, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, und versuch nach und nach durch kleine Experiment wirklich so den produktivsten Tag für dich zu finden, der dann wirklich auch über mehrere Wochen und Monate bestenfalls du den durchziehen kannst. Abschließend kann ich nur sagen, dass diese 5 Schritte wirklich meinen Alltag komplett transformiert haben. Ich bin so produktiv wie noch nie, schaffe es wirklich in meiner Genius Zone jeden Tag zu arbeiten, Flow-Zustände hinzubekommen, wodurch man wirklich so eine Aufwärtsspirale entwickelt. Habe es wirklich geschafft, nachhaltig Sport zu integrieren und auch wirklich regelmäßig zu lesen. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, diese Schritte nach und nach für deinen Alltag zu implementieren. Und dann kann ich dir wirklich sagen, dass du deine Ziele dadurch mit Leichtigkeit erreichen wirst, weil du wirklich ein
System hast, was nachhaltig 30, 60, 90 oder auch 180 Tage ohne Probleme funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen und auch vielleicht ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.